Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ for All. Heute möchte ich mit euch ein Eis basteln. Hier habe ich ein Erdbeereis gestaltet. Ist eigentlich eine Schubladenbox, eine Matchbox, und hier ist ein Brombeereis. Natürlich so rum. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Ihr habt bestimmt schon diese tollen Verpackungen in unserem neuen Mini-Katalog entdeckt. Heißen für immer im Herzen. Da brauchen wir einmal mal dieses kleine Stück und einmal diese große. Dann brauche ich ein Schmierpapier und diesen tollen neuen Blending-Pinsel. Und dann brauchen wir noch zwei Farben, und zwar einmal Abendblau und Pazifikblau. Und wie das gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Das geht ganz einfach. Ihr braucht hier die Farbe. Dann müsst ihr auf den Blending-Pinsel Farbe aufgeben und von außen nach innen die Farbe auftragen. Das Gleiche machen wir auf der Rückseite auch. Weil ein Eis am Stiel ist ja dann komplett in der Farbe eingefärbt. Wenn ihr es noch ein wenig dunkler haben wollt, müsst ihr halt öfters mit der Farbe drüber. Ich denke, das reicht. Jetzt nehmen wir das andere Teil. Auf der einen Seite vom Eis ist ja das Unterteil vom Blaubeereis. Das kommt dann noch mal in der hellen Version. Und auf der anderen Seite mache ich dann noch die dunklere Version. So ein bisschen einfärben. Hier ein bisschen, damit die Farbe weg abgeht, tue ich das noch auf meinem Schmierblatt weg auswischen, und dann können wir schon mit der dunkleren Farbe angehen. Ihr solltet das wirklich erst immer die helle Farbe als erstes machen und dann die dunkle, sonst müsst ihr es halt kurz mal unter das Wasser halten, geht die Farbe super schnell ab. Ich zeige es euch auch in einem Kreativtipp. So. Das ist dann der Blüten, für die Blütenober, das Oberteil der Blüte von einer Blaubeere gemacht. Und dann können wir eigentlich alles zur Seite legen, was wir nicht mehr brauchen, die zwei Farben. Unser Schmierblatt brauchen wir auch nicht mehr. Das legen wir uns zur Seite. Und dann
entfalten wir das Ganze. Das können wir hier wunderbar aufklappen. Entgegenfalten. Einfach mal Faltungen nachfahren. Dann falten wir das Ganze in die eine Richtung. Weil das muss entgegengesetzt werden. Das setzen wir nämlich so dann an. Also brauchen wir da die Gegenfaltung. Auf der anderen Seite ebenfalls. Erst das Teil zum eigentlich zum das Teil sollte zum Berg werden, aber das ist keine Bergfaltung, sondern wird wieder zur Talfaltung. Weil das wird so miteinander kombiniert. Jetzt brauchen wir noch die Seiten. Und dieser Tal bleibt auch das Tal. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. So. Und das ist ja mein Oberteil. Das kommt als Unterriss und da brauchen wir ungefähr die Mitte, dass ich euch anmalen kann. Und dann habe ich von Stanzmaschine da nochmal das Loch rein. Mit der größeren Lochzange. Und dann brauchen wir hier noch ein Band. Und da nehme ich das Espresso-Band. Das ist aus der Reihe mit den Schiffen. Aus der nicht von dem Mini-Katalog, sondern vom Hauptkatalog. Na, ungefähr so ein Stückchen. Schneiden das da ab. Das ist unser Stiel. Schauen wir mal, ungefähr, ich habe jetzt 15,5 abgeschnitten, also länger muss es nicht sein, maximal 20. Und das macht, da machen wir einen Doppelknoten neu. Und jetzt tun wir als erstes die Box zusammensetzen. Das heißt, die Ecken, beiden Seitenteile hier hochklappen. Mit der kurzen Überseite und einsetzen. Ein bisschen festhalten, weil sonst fällt es nämlich auseinander wieder. Das gleiche mit der anderen Seite. Dann das Stückchen, wo die kurze Seite ist, die tue ich als erstes einsetzen und den mit dieser langen kommt als letztes rein. Dann müssen wir nur noch unseren Stiel in Anführungszeichen einsetzen. Hier einfach dazwischen. Schauen, ob man da durchkommt. Wenn nicht, müssen wir das Loch noch mal vergrößern. Das letzte Mal hat es super geklappt. Die Vorführung dauert mal ein bisschen länger, aber nicht so tragisch. Schaut, das ist unser Stiel. Dann hier noch einsetzen. Das war es eigentlich schon. Ich habe jetzt aufgepasst, dass die Überlappung
nach unten zeigt, damit das Eis, mein Blaubeereis, ordentlich eingetütet ist. Das war es eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Nadel. Tschüss. Hallo, ich bin's nochmal. Schön, dass ihr noch nicht abgeschalten habt. Ich freue mich über jeden Kommentar, einen Daumen nach oben. Unten gerne die Glocke, damit ihr auch immer wisst, wann wieder was Neues von mir kommt. Auf der einen Seite seht ihr mich persönlich und auf der anderen Seite gibt es ein oder zwei alte Videos. Bis dann. Tschüss.